Ja, Padieras, ein 2:1 Heimsieg zum Auftakt ins neue Jahr. Kann man von einem rundum gelungenen Start sprechen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, erste Halbzeit war nicht so gut, gerade die Phase nach dem Gegentor. Aber wie wir dann da aus der Pause gekommen sind, war richtig, richtig gut und denke, dann haben wir auch verdient gewonnen. Was sind denn konkret Punkte, die schon richtig gut liefen und vielleicht auch Dinge, die ihr noch verbessern könnt? Ich denke, die Intensität war sehr, sehr hoch auf dem Platz. Also wir sind gut in die Zweikämpfe gewonnen. Wie gesagt, gerade in der zweiten Halbzeit war das sehr, sehr gut von uns, sehr aggressiv. Aber ja, wir wussten, dass das führt, gut pressen wird, gut anlaufen wird, dass da mit dem Ball natürlich Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft. Aber ich denke, da arbeiten wir daran, dass es auch da dann besser wird. Du hast schon angesprochen, dass ihr im zweiten Durchgang ein bisschen besser aus der Pause gekommen seid. Was sind denn so Dinge, die man in der Pause nochmal nachjustieren kann, dass das dann besser klappt? Ja, einfach sich nochmal neu einschwören. Also wir wissen, was wir können, hatten eine gute Vorbereitung und haben uns einfach auf ein paar Dinge beschwört, wie ja, jetzt gut gleich die ersten paar Minuten gut reinzukommen. Und dann ja, dem Gegner zeigen, dass wir jetzt auf dem Platz sind. Wenn man auf die Einsatzzeiten bei der Mannschaft seit dem dritten Spieltag schaut, dann fällt auf, es gibt nur einen einzigen Spieler, der seitdem keine Sekunde mehr verpasst hat. Dieser Spieler heißt? Wenn du so fragst, dann glaube ich, das ich. Ja. Ja, wie kommt das? Also wenn du so weitermachst, wird das jetzt die Saison sein, wo du die meisten Spiele in deiner Karriere in einer Saison gemacht hast. Woran liegt das, dass du so konstant bist diese Saison? Ja, ich fühle mich einfach sehr gut auf dem Platz. Ich fühle mich körperlich richtig gut, habe wenig Probleme körperlich. Und ja, ich versuche einfach das Vertrauen, dass der Trainer mich setzt, irgendwie auf dem Platz zurückzuzahlen. Wenn man mal wieder auf die Mannschaft blickt, ihr habt jetzt schon starke 11 Punkte nach Rückständen geholt in dieser Saison. Nur eine Mannschaft holte noch mehr Punkte nach Rückständen. Wer könnte das sein? Vielleicht Lautern. Genau, das ist der erste FC Kaiserslautern. Die spielen ja auch eine richtig gute Runde, ja. Sind jetzt Vierter als Aufsteiger. Kannst du uns schon so ein bisschen sagen, was die so gut macht als Mannschaft? Ja, ich glaube, es ist eine erfahrene Mannschaft. Die wissen, auf was sie ankommen in der zweiten Liga. Also sehr aggressive, zweikampfstarke Mannschaft. Gerade ja, heimstark mit Betzenberg. Klar, sind die, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut drauf, aber ja, wir wollen uns nicht verstecken, wir wissen, was wir können und wollen auch gut da ein gutes Spiel machen. Du hast den Betzenberg schon angesprochen, du hast schon zweimal dort gespielt in deiner Karriere, ist ja sicherlich ein ganz besonderes Stadion so im deutschen Fußball, auch eines der größten in der zweiten Liga. Wie hast du die Atmosphäre dort noch so im Kopf? Hast du da noch Erinnerungen? Ja, richtig gute Atmosphäre dort. Also wie gesagt, großes Stadion, ja, viele Heimfans, klar auch ein bisschen verrückt im positiven Sinne. Macht auf jeden Fall Spaß, da zu spielen. Abschließende Frage, warum gewinnt ihr das Spiel am Samstag? Ja, weil wir die zweite Halbzeit diesmal von Anfang an bestätigen wollen und gleich von Anfang an zu dem Spiel starten wollen. Dann nehmen wir das so mit. Viel Erfolg. Danke.